heute feierten Ärzte, Professoren und Experten an der Tübinger Frauenklinik den 50. Geburtstag des fetalen Monitorings, also der Überwachung des Fötus während der Schwangerschaft. 1968 erfand Professor Konrad Hammacher an der Universitätsfrauenklinik Tübingen die Herztonschreibung, besser bekannt unter der Abkürzung CTG. Er konnte mit seiner Erfindung die Herztätigkeit des ungeborenen Kindes, die mütterlichen Wehen und die Kindesbewegung während der Schwangerschaft und der Geburt überwachen. Die Schwangerschaft und die darauffolgende Geburt sind für Mutter und Kind keine ungefährliche Sache. An vielen Stellen können Komplikationen auftreten. Da ist es wichtig, möglichst viele Daten zu haben. Auf so einer Grundlage kann dann zum Beispiel entschieden werden, ob ein Kind mit dem Kaiserschnitt geholt werden muss oder nicht. Hier kommt die Erfindung von Professor Hammacher ins Spiel. Seit 50 Jahren ist es den Ärzten nun möglich zu erkennen, ob das Herz eines Kindes genau im richtigen Tempo, zu schnell oder zu langsam schlägt und wie das Kind auf die Wehen reagiert. Die Revolution in der modernen Geburtshilfe war ja, dass man überhaupt das Kind im Mutterleib schon digital überwachen kann. Und die nächste Revolution hat heute eben angefangen. Das heißt, die werdende Mutter oder die Schwangere ist an keinem Kabel mehr. Das heißt, alles über Bluetooth, wie wir das erkennen. Ja, man kann letztendlich, und das ist das Ziel unserer Forschung, innerhalb der nächsten Monate und Jahre auch die Herztonschreibung auf jedes Handy der Mutter oder beim Gynäkologen, beim Geburtshelfer, bei der Hebamme legen, sodass wir natürlich eine absolute Überwachung, gewollte Überwachung von Kind und Mutter haben, ohne dass man das bemerkt. Aktuell ist es noch so, dass eine Schwangere bei einem CTG einen Gurt um den Bauch tragen muss, über den dann Daten gesammelt werden. Neuerdings funktioniert alles ohne den CTG-Gurt. Es wird nur noch ein Chip, kaum größer als eine Briefmarke, auf den Bauch der Mutter geklebt. Und das ist natürlich für uns der Traum. Dann können die Frauen sogar unter die Dusche gehen oder in die Badewanne, ohne dass das irgendjemand auffällt. Und sie können sich selbst bewegen, ganz natürlich. Das heißt, wir kombinieren die maximale Sicherheit für Mutter und Kind mit absolut physiologisch natürlichen Geburtsverläufen. Noch wird die neue Innovation nicht eingesetzt. Das CTG wird noch mit Hilfe eines Gurtes durchgeführt. Doch die Tübinger sind sich sicher, dass es schon bald soweit ist. Da gibt es natürlich sehr viele juristische Hintergründe. Wir haben es schon. Wir haben das jetzt schon in der Forschung unter Studienbedingungen. Bis das aber jetzt weltweit dann gelauncht wird, muss man natürlich die ein oder andere Voraussetzung noch erfüllen. Aber wir sind schon in der glücklichen Lage, weil wir dieses mitentwickelt haben mit Philips, dass wir es natürlich als erstes für unsere Schwangeren und für unsere werdenden Mütter einsetzen können. Ab nächste Woche geht es dann los. Ab da können die Ärzte hochschwangere Frauen und ihre Kinder besser und effizienter drahtlos überwachen.